Und Achtung, ihr Nerds, Techniker, Spezialisten, Netzwerkadministratoren und Heimserverbetreiber. Oder alle, die einfach nur NAS für zu Hause wollen. Ich habe ein Brett für euch. Seit Jahr und Tag predige ich Unraid. Aber was ist Unraid überhaupt? Was kann Unraid? Es gibt so viele Alternativen theoretisch zu Unraid. Jeder von euch hat vielleicht schon mal draußen was von Synology gehört. Von QNAP, von Proxmox, von TrueNAS oder früher FreeNAS, wie es geheißen hat. Oder eben von Unraid. Was können diese ganzen Distributionen? Was ist die richtige für mich? Und wenn ich mit Unraid anfangen will, so wie es der Geekfreaks-Typ seit Jahren immer sagt, dass Unraid so geil ist, was muss ich wissen? Wo fange ich an? Willkommen in der Stück für Stück, Schritt für Schritt Anleitung Unraid für Anfänger. Ich erkläre euch alles von Anfang an. Als erste Prämisse, was machen diese unterschiedlichen Betriebssysteme? Was macht die aus? Was können die? Und dann schauen wir uns an, was und wie und überhaupt und wie installiere ich Unraid? Was kann ich einstellen? Was kann ich damit machen? Was sind die besten Schritte, die ich zuerst tun soll, Best Practice und so weiter und so fort. Rein geht's ins Video. So, das ist ein Brett. Ich habe gar keinen Kaffee, weil es heute ziemlich spät ist. Fangen wir doch mal von vorne an, ganz von vorne. Wer ein kleines, schnuckliges NAS in der Ecke stehen haben will, wer einen Server braucht, wer Docker gerne hätte, virtuelle Maschinen oder einfach seine Computer virtualisieren möchte, wer Backups gerne hätte oder kleine Programme, Skripte, ein Side-Linux, um Sachen regeln zu können, Mail-Agenten, Notifications oder Home-Automation, Home-Assistant, IO-Broker, Node-RED, Smart-Home. Bei all diesen Sachen ist man bei einem kleinen NAS-Betriebssystem an der richtigen Stelle. Wobei klein kann man unterschiedlich definieren. Es gibt unterschiedliche Distributionen dafür. Die kleinsten oder die kleinsten in Anführungszeichen sind wahrscheinlich Synology DSMs und QNAPs. Das sind ganz schnuckliche kleine Kästen, das das Betriebssystem schon installiert und man kann loslegen. Die meisten Apps derer App Stores sind auch Docker-Container. Und wie ich später erklären werde, was Docker-Container ist, es ist meistens alles dockerisiert oder LXC, aber hauptsächlich Docker. Also das ist so ein kleines All-in-One-Paket, da kannst du aber auch wenig mitmachen. Da kannst du kaum DNS-Server einstellen. Da kannst du auch relativ wenig machen, wenn es um Video-Transcoding, Plex geht oder MB oder Jellyfin. Viele Leute möchten sowas ja gerne haben mit Grafikbeschleunigung und natürlich die Hardware erweitern und beschleunigen. Und diese Geräte sind sehr eingeschränkt. Kann man auch auf jedem anderen Rechner theoretisch installieren, darf und werde ich aber drüber nicht reden. So, dann gibt es noch was anderes. Das nennt sich NAS-Betriebssysteme. Open Media Vault, TrueNAS, Proxmox. Diese Systeme sind für ihre Einsatzzwecke gut. Wo ist der Unterschied jetzt? TrueNAS ist eigentlich hauptsächlich als NAS-Betriebssystem ausgelegt. Man kann damit auch mit Docker und VMs arbeiten, aber meines Erachtens nach nicht so komfortabel. Und die Treiber sind recht limitiert. Abgesehen davon, dass die Community von TrueNAS immer prügelt, nur ECC-Speicher und RAM darf gehen und Support ist relativ dünn und die Leute sind nicht sehr hilfreich. Die Community ist eher gespalten und man legt nicht so sehr Wert auf Open-Source-Zusammenarbeit, Verbesserungen Wert, sondern eher auf Closed-Rückensystem, wie es denn eben vom großen Distributor vorgegeben wird. Dann gibt's noch Proxmox. Ist aber ein ganz anderes Kaliber. Denn Proxmox richtet sich an die Leute, die zum Beispiel clustern wollen, mehrere Rechner an verschiedenen Orten aufstellen, Load balancen. Ist sehr sophisticated, möchte ich mal meinen. Und für die meisten mittelständischen Unternehmen und Heimanwender relativ over the top. Abgesehen davon ist auch wieder so eine Sache, Custom Kernel kompilieren. Es gibt nicht so viele Community Apps oder Docker oder Programme, die muss man sich alle dann vom Docker Hub selber holen und gangbar machen. Nicht alle, aber die meisten umständlicher in der Nutzung und eher für große Scalability gedacht. Natürlich funktioniert auch bei Proxmox und auch bei TrueNAS und auch bei Unraid ZFS. TrueNAS hat das Ding als Standard, die RAID Z's, Unraid nicht. Unraid ist, wie gesagt, kein RAID. Gehen wir später auch nochmal drauf. Wo ist der Unterschied? Der Unterschied ist, wer es bis ins kleinste Detail ausarbeiten und selber fusseln will und hochkomplex sich einstellen und alles aufeinander abstimmen und sich einarbeiten will in ein etwas schwieriger zu bedienendes Betriebssystem dafür, eins, das sehr zuverlässig für mehrere Unternehmen und Dezentralisierung ist, der geht zu Proxmox. Wer das Ganze aber zu Hause haben will, Heimserver, oder er hat ein kleines Unternehmen, wo es reicht, einen großen Kasten zu haben, wo alles reinkommt, Unraid. Auch für alle, die mit Mediafiles arbeiten, Foto, Video, Bild und so weiter, eignet sich Unraid viel mehr und eher als Proxmox. So außenrum. Unraid kostet einmalig Geld, kein monatliches Abo, je nach Tier, das man fahren will. Tier heißt in dem Fall, wie viele Platten du verwenden willst. Schnappen wir uns gleich auch im Tutorial. Und Unraid ist auch dafür gedacht, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel mehrere virtuelle Maschinen haben wollt,
eine Gaming-Maschine, eine Videobearbeitungsmaschine und eine Musik-Creation-Maschine, ein Windows, ein Linux und ein macOS, dann könnt ihr das alles gleichzeitig auf dem PC, könnt ihr, wenn ihr es richtig einstellt, alles gleichzeitig haben und habt aus einem PC drei PCs. Oder wie es Linus damals gemacht hat, ist 7 Gamer, 1 CPU. Geht. Hat aber auch seine Einstellungsmöglichkeiten und Problemchen, also beziehungsweise seine Kruxen. Aber Unraid ist leichter. Und Unraid trägt sich hauptsächlich durch die Community. Die Community ist wie eine Familie, die hält zusammen. Die portiert Programme, Apps, Container, alles rüber zu Unraid. Es gibt so viele Entwickler, die sich so hart dran machen. Ach, da gibt's irgendein neues Programm, GitHub, oder ach, da gibt's einen neuen Docker-Container irgendwo. Zack, wir portieren's. Ach, die Software Handbrake ist noch nicht da. Wir portieren. Game Server. Ach, es gibt alle Game Server von Steam. Wir portieren einfach mal alle. Schau da dann ich777. Der portiert einfach alles. Und das ist das Tolle. Wir haben da so eine Community, die in Foren und Threads miteinander redet, sich abstimmt. Und dann, auch auf meine Anfrage, wurden schon einige neue Programme und Appschen und so weiter implementiert, die es so für Unraid gar nicht gab. Aber das geht schnell und die Leute sind dahinter. Und das ist halt ziemlich cool. Jeder hat da irgendwie Motivation. Jeder will zusammenarbeiten, um das coolste Betriebssystem von allen zu machen. Und ja, Betriebssystem. Unraid braucht keine 2 GB, läuft vom USB-Stick. Achtung, ist nicht so wild, wenn der kaputt geht. Die Lizenz kann man wieder beziehen, ist aber gebunden an den USB-Stick. Und Unraid braucht also nur einen USB-Slot zum Booten und läuft auf allem. Läuft auf dem Single-Core, läuft auf dem Dual-Core. Das kannst du auf fast allem laufen lassen. Docker-Implementation von Octoprint. Lässt dir 10 Print-Server von so einem kleinen Mini-i3 laufen und steckst ihn weg. Oder ein J5000er Mini-Computer fürs NAS-Backup. Das geht alles. Das heißt, du hast keine Hardware-Limitierung nach oben und du hast keine nach unten. Die meisten Treiber sind sowieso vorhanden. Und wenn sie nicht vorhanden sind, dann reichst du sie halt ganz einfach nach, indem du sie nachinstallierst. Slackware-Kern. Das heißt, es ist ein Slackware-Linux, auf dem aufgebaut wird. Und da kann man fast alles nachinstallieren, wenn man das denn möchte. Wichtig aber an der Stelle ist wieder WLAN-Kompatibilität, wie immer. Die ist crap. Also, Unraid selber hat keine WLAN-Kompatibilität. Ihr braucht ein Netzwerkkabel. Also, ihr könnt in jede VM oder Docker könntet ihr euren WLAN-Controller durchreiten und dann hat die VM Internet und dann shared ihr mit der, von der VM aus mit Unraid das Internet. Das geht auch, aber es ist halt so ein Loop. Für wen ist Unraid was? Für jeden, der interessiert ist, sein Wissen zu erweitern, Automatisierungen zu haben, der sein Leben erleichtern will, einfach durch ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, seinen Tech-Alltag zu erleichtern, sein Leben zu bereichern durch Segmentation und Vereinfachung und durch Offloading. Also ich wälze Arbeit ab an Dinge, die ich mir eingerichtet habe, dass mein Workflow besser wird. Nicht nur für Homeoffice, für Firmen, für Netzwerkspeicherung, für Backups. Es erzeugt eine ganze Menge Seelenfrieden, so einen Unraid-Server zu Hause zu haben. Und das habe ich jetzt in den letzten 3 Jahren extrem gemerkt, weil einfach ich nicht mehr darauf angewiesen bin, auf die eine Maschine, wenn die stirbt, auf das eine Programm. Oh, jetzt habe ich gerade keinen Computer da, ich kann da nicht zugreifen, die Daten sind nicht hier. Oh, ich muss was transkodieren, ich kann den Film gerade nicht erreichen, weil bla bla, das ist nicht hier, das ist nicht da, das ist nicht schnell zugänglich. Oh, ich muss mal schnell einen File konvertieren. Ah, Online-Converter kann ich den. Es gibt so viele Dinge. Ich habe über so viele Dinge über die Jahre gequatscht, warum es so gut ist. Und ich habe so viele Videos dazu schon gemacht, warum Unraid so toll ist, meiner Meinung nach. Und jetzt kommt das Tutorial von Anfang an. Ihr wollt einsteigen, ihr wollt Unraid haben, ihr wollt schauen, dass das Ganze cool funktioniert. Was mache ich damit? Wie fange ich an? Stück für Stück. Und was ist es? Es nennt sich Hypervisor. Ungefähr Hypervisor. Es trifft nicht ganz den Kern bei Unraid, aber Unraid ist quasi das Grundbetriebssystem, das vermittelt zwischen Docker-Containern, Teilchen von Betriebssystemen, VMs, virtuellen Betriebssystemen und Apps. Einfach Apps. Und diese Sachen kann man nutzen und benutzen. Dazu kann man File-Sharen, es als NAS benutzen und noch ganz viel mehr. Und all das macht Unraid, wobei es nur 1% der Leistung eurer Hardware frisst. Das heißt, ihr müsst auf 1% eurer Hardware verzichten. Der Trade ist einfach mehr als fair. Und jetzt schauen wir rein, wie geht das los, was muss man machen, was bringt mir das und wie installiere ich das Ganze. Viel Spaß!